Hallöchen meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich wieder ein Unboxing-Video für euch und zwar kam die Glossy Box Young Beauty an. Und wie ihr wisst, liebe ich diese Box und freue mich immer, wenn sie kommt. Heute kam sie in einem schönen Türkis bzw. Petrol. Also ich liebe solche Farben auch. Schaut mal. So schaut sie aus. Und ja, die letzte Box hat mir ja leider nicht so gut gefallen. Das war die August-Box, genau. Aber ich bin gespannt, was hier so drin ist. So, also machen wir sie auf. So. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Das ist hier so und dann zieht man das wie so eine Schublade raus. So, genau. Aber Karte weglegen. Oh, ist das nicht eine schöne Farbe? So in dieser Farbe. Normalerweise ist die Farbe, früher war das so, genauso wie die Verpackung. Ja, und jetzt haben die eine neue Farbe. Finde ich auch schön, passt, harmoniert schön. Aber ich bin echt gespannt, was hier drin ist. Ich hoffe, ihr auch. Und hoffentlich ist sie diesmal cool, ja. Also, das erste Produkt. Okay, von Colgate Max White. White and Protect Gentle Mint, also eine Zahnpasta. Dazu muss ich sagen, ich habe noch so viele Zahnpasten oder Zahnpastas, keine Ahnung, in meinem Vorratsschrank. Ich komme nicht hinterher und ich muss von meiner Zahnärztin, ich glaube von Elmex, ist das die von Elmex, die ich benutzen muss, so eine richtig eklige, ich mag die gar nicht, die schäumt nicht. Ich habe das Gefühl, die Zahnpasta macht die Zähne nicht richtig sauber, die Zahnpasta macht die Zähne gelb. Das ist so eine sensitive, so eine türkise, weiße Verpackung. Ich mag die Zahnpasta gar nicht. Die ist also dem sau teuer, kostet 3-4 Euro noch dazu. Ich mag eigentlich so Zahnpastas, die so ein frisches Gefühl machen im Mundbereich, die die Zähne sauber machen. Und noch mit so einem Whitening-Effekt. Mag ich sehr, sehr gerne. Aber wie ihr seht, habe ich gelbe Zähne. Also es kommt auch immer auf den Lippenstift an. Zum Beispiel dieser Lippenstift, kann ich euch zeigen. Das ist dieser aus der letzten Glossy Box. Den mag ja kein Mensch. Ich weiß nicht warum. Es ist so ein Nude-Ton. Das ist ein Lippenpflegestift und Lippenstift. Das macht so eine tote Lippe. Ich finde das zum Beispiel sehr, sehr schön. Nicht jeder mag das. Nachteil ist natürlich, es macht gelbe Zähne. Ne? Ja, und wenn ihr zum Beispiel roten Lippenstift benutzt, dann habt ihr eher weiße Zähne, weil rot betont eure weißen Zähne. Genau, so schaut es aus. Also auf jeden Fall finde ich cool, dass hier so eine Zahnpasta ist. Max Right. Auch mit Fluorid, genau. Ich muss eine Zahnpasta mit Fluorid benutzen. Ich weiß nicht warum. Ja, aber ich freue mich drauf. Ich denke mal, ich werde sie benutzen. Zumindest ausprobieren. Und ansonsten kann ich sie ja auch weiter verschenken, wenn sie mir jetzt nicht so zusagt. Ne? Ja, also Zahnpasta von Colgate Max White. Ja. Ja. So, dann geht's weiter mit dem nächsten Produkt. Oh, was ist das? Ein cooles Produkt und zwar von Essence Light Up Fade Luminizer Palette. Ich weiß nicht, ist das die gehypte Palette? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die mehr davon. Nee, I'm new. Also ist das nicht die gehypte. Es gab ja mal so eine gehypte, auch so ein Dreier-Set von Essence. Ich weiß es nicht. Ich habe gestern ein Paket von Rossmann bekommen. Da war auch so eine Palette drin. Die fand ich sehr, sehr gut. Dazu kommt aber nächste Woche ein Video. Genau, dann schaut nächste Woche vorbei, dann erfahrt ihr, wie ich die Produkte von Rival de Loop so finde. Und da war, wie gesagt, auch so eine Palette und ich bin sehr begeistert von der, obwohl es Rival de Loop ist. Genau, deswegen hoffe ich, dass sie auch gut ist. Light Up Luminizer Palette, was ist das eigentlich alles? Bronzer, glaube ich. Moment. Highlighter. Okay, ich höre hier gerade Stimmen und ich habe den Fernseher auf Stumm geschaltet, oder? Doch, der war die ganze Zeit stumm und jetzt ist der auf einmal angegangen. Passiert euch auch sowas? Ey, ich höre, das ist doch mein Fernseher. Ey Leute, wo gibt's sowas? Spooky, echt spooky. Naja, ich lasse ihn jetzt an in der Hoffnung, dass ihr nichts hört, weil ich jetzt keinen Bock habe aufzustehen und nochmal alles einzustellen habe. Weil bevor ich angefangen habe zu drehen, ist so viel passiert.
Es hat echt lange gedauert, bis es endlich zu diesem Video kam. Also, das ist, glaube ich. Also, hier steht Luminizer Palette mit zarten Highlighter, Pudertexturen. Alles, was du brauchst für einen strahlenden, leuchtenden Finish. Also, ist das alles Highlighter, oder? Ja, das ist alles Highlighter. So wie ich das jetzt verstanden habe. Nude Highlighter, Rose Highlighter und Golden Beige Highlighter. Ja, das ist eine Highlighter-Palette. So, Highlighter muss ich sagen, brauche ich. Ich habe so viele auch von Essence. Zwei gute, eins in Silber und eins in Gold aus einer Limited Edition. Die finde ich sehr, sehr gut. Habe ich auch drauf, den goldenen. Die benutze ich sehr, sehr gerne. Und Puderprodukte halten sich zum Glück sehr lange. Aber Highlighter aufzubrauchen, Leute, das schafft ihr nie im Leben. Also sind hier so drei verschiedene Highlighter. Das glitzert hier, das auch. Und das glitzert jetzt nicht so, das ist mehr so matt. Aber finde ich cool, so eine Highlighter-Palette. Vielleicht für unterwegs oder so. Finde ich cool, sowas. Ja, und vor allen Dingen von Essence mag ich auch total gerne. Ja. So, dann geht's weiter mit dem nächsten Produkt. Oh, hier ist was von P2 drin. Ich glaube, das erste Mal, oder? For the Hipsters Eyeshadow Palette. Schau dir mal. Sieht das nicht geil aus? Also geile Farben, muss ich sagen. Aber das sind jetzt auch keine alltäglichen Farben, ne? Also hier ist das, glaube ich, Highlighter für unter die Augenbraue. Individuelle Lidschattenpalette in 5 aufeinander abgestimmten Farben. In mattem und metallischem Finish. Okay. Sehr cool. Also ich glaube, die sind wie... Nein, die eine ist hier nur matt. Also die beiden rechts, obwohl, oder nur die hier. Die zweite von rechts ist matt. Ja. Aber sehr coole Farben. Genau, sehr, sehr coole Farben. Auf jeden Fall finde ich auch sehr cool, dass mal was von P2 drin ist. Ja. So. Dann geht's weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich fühle was. Ah! Auch sehr cool. Von Balea. Softe Reinigungssiegel mit Grapefruit-Duft. Und ich glaube, Hygienesiegel. Jeder Hauttyp diese hier. Und ich glaube, das sind die, die ich früher immer benutzt habe. Das waren die mit Grapefruit-Duft. Die waren sehr, sehr gut. Nur die Verpackung war damals anders. Genau. Und jetzt ist sie mit Grapefruit-Duft. Also genau, die kenne ich schon und ich weiß, dass die gut sind, wenn sie immer noch so gut sind, wenn sie die Textur jetzt nicht großartig verändert haben. Kann ich mir vorstellen, dass die immer noch gut sind. Duften sehr, sehr gut. Ja, finde ich cool, aber die kenne ich, wie gesagt, schon bereits. Ja, so, dann geht's weiter. Wie viele sind es noch? Hier habe ich noch was. Sehr cool. Von Bebeyanke Relaxing Care Day and Night Cream für alle Hauttypen. Für Wühlmomente, für schöne und entspannte Haut. Und es gab immer was von Bebeyanke in der Glossy Box. Und ich hatte nie was von Bebeyanke drin. Und das hat mich eigentlich geärgert, weil ich die Marke sehr, sehr gerne mag. Vor allen Dingen eine Gesichtscreme. Ich hatte ja so viele. Ich habe alle aufgebraucht. Und ich musste mir jetzt tatsächlich eine neue kaufen, weil ich keine mehr hatte. Ja, aber von Bebeyanke, die sind sehr, sehr gut. Also laut meinen Erfahrungen. Weil, ja, also ich hatte schon... Eine oder zwei, ich weiß gar nicht mehr, von Bebeyanke und ich fand die sehr, sehr gut. Ja, so, also Gesichtscreme für Tag und Nacht sogar. Ja, so. Dann geht's weiter. Ah, jetzt sind hier nur noch Kleinigkeiten und das war's. Oh, genau, das war's. Und wieder zwei Masken. Eigentlich finde ich das cool, aber in jeder Box Masken. Ja, doch, eigentlich, doch. Eigentlich finde ich das cool, doch, doch. Einmal Schokomaske von Shabens. Sehr, sehr cool. Finde ich cool. Und eine Dankeschön-Maske mit Glücksmomenten. Verwöhnt und spendet Feuchtigkeit. Echte Bourbon, Vanille, Mandelöl und Sheerbutter. Diese hier. So, genau. Und hier ist eine Karte und die war schon letztens drin. Und zwar diese hier. Ach, die ist von Shabens sogar. Genau. Und ich suche jetzt mein Zettelchen, was da noch so drin gewesen wäre. Dann sage ich euch, wie ich die Box finde. Und eigentlich finde ich die Box, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Also sie gefällt mir sehr. Hier ist dekorative Kosmetik drin. Hier ist Pflege drin. Also ich finde sie gut. Ich finde sie sehr, sehr gelungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte. Ah, alle abgebildeten Produkte befinden sich in Originalgröße in deiner Box. Ja, so. Herbst Power ist das Motto. Reine Pflege, starke Farbe, pure Beauty. Und ich sage euch jetzt vielleicht mal die Preise, weil die interessieren euch bestimmt. Also die Colgate Max & Right kostet 2,99 Euro.
Die Schabensmasken kosten jeweils circa 1 Euro. Die Light Up Your Face Palette von Essence kostet 3,99 Euro. Die Baby Young Hair Day and Night Cream kostet 3,99 Euro. Die P2 Eyeshadow Palette kostet 4,95 Euro. Und die Balea Reinigungstücher kosten 95 Cent. So, meine Lieben, schreibt mir doch in die Kommentare, wie hat euch die Box gefallen? Fandet ihr sie genauso gut wie ich? Dann lasst es mich wissen. Habt ihr die Box auch abonniert? Das könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Oder welches Produkt hat euch besonders gut gefallen? Das würde mich ja mal interessieren. Ich muss sagen, ich fand die Box sehr, sehr gelungen. Die letzte hat mir leider nicht so gut gefallen. Die hat mir umso besser gefallen. Also ich freue mich sehr. Und ja, ansonsten wünsche ich euch dann noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!